So, da sind wir auch schon wieder. Direkt zur nächsten Folge. Fast ohne... ohne Wartezeit. Wir schauen uns an, wie die Map weitergeht. Auf der anderen Seite vom Fluss. Da scheint man rüber zu kommen. An der Stelle hier. Hier ist ja so eine Industriestadt oder was. Also Fabriken sehe ich da hinten, so Schornsteine. Cornwall, sehe ich hier den Namen. Den kennen wir schon. Das ist doch der mit der Eisenbahn. Na? Ich hoffe, der ist nicht nachtragend. Cornwall Station. Welcome to St. Denis. There's nothing wrong with you? Want to see where this will get you? Out of the damn way! So, gucken wir mal hier auf die Karte, wie es jetzt hier aussieht. St. Denis, alter Schwede. Riesig. Aber wir wissen jetzt immer noch nicht, ob es hier unten weitergeht, ne? Das ergibt sich hier nicht. Ich kann mal schauen. Guck mal, hier scheint es auch so Fahrten über Flussfahrten zu geben irgendwie. Wir gehen mal, reiten aber hier nochmal ein bisschen weiter. Hello. Vorsicht, dass wir hier nochmal überreiten. Mal so zum Hafen irgendwie. Komm vielleicht? Hier ist der Bahnhof. Hier ist der Hafen. What did I do wrong to you? What the hell's wrong with you? Ich glaube, man hier wirklich ein Boot irgendwie bekommen kann. Keine Ahnung. Aber ist ja riesig hier, ne? Also Wahnsinn. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das alles ist. So, das muss ja hier noch weitergehen. So, und dann muss es doch hier unten noch weitergehen. Das ist noch nicht. Das ist noch nicht das Ende. Das glaube ich nicht. Gut. Spannend auf jeden Fall. So, schauen wir mal hier nochmal. Was gibt's hier alles?
Das kenne ich nicht. Hier gibt es nochmal jemanden, den man fangen kann. Da gibt es einen Barbier. Da gibt es sogar einen Kleidungsladen. Oh, ich glaube, hier bleiben wir erst nochmal ein bisschen. Hier statten wir uns erst nochmal kurz aus, würde ich sagen. Your brain not working. Oh, da kommt eine Straßenbahn. Leck mich fett. Was die alles haben hier. Verteidigen darf ich mich doch nicht. So. Was gibt's hier? Eigentlich ein Viehmarkt. Fellmarkt. Hier kann man Leder und so verkaufen. Gut, jetzt nicht mehr, weil die hier angefangen haben rumzuballern. Time to go, boy. Gut, dann. Was ist jetzt? Jetzt darf ich hier nirgendwo mich. Jetzt darf ich hier wahrscheinlich nirgendwo entladen, weil ich hier gerade rumgeballert habe. Oh, hier ist der Galgen. Ja, braucht man auch. Wie? Warum? Warum hat alles zu? Dann gibt es wieder ein Fragezeichen. Also warum jetzt hier alles so zu hat, das verstehe ich nicht. Hier gibt es eine Kunstmalerin. Excuse me, sir. Can I bother you for a minute of your time? Ja, okay, komm. Can I tell you a little about what we're doing here? Sure. Less than a minute, I promise. We're trying to raise money to build an expansion to the Quincy Harris Memorial Hall, a shelter for homeless veterans and their families. Can you help? A donation of $20 would put us well on our way. Komm, $20 hier. $20 ain't no chicken feed, but sure, I can help you out. That's
very kind. What is your name, sir? Arthur Morgan. Your donation will be acknowledged on a founder's plaque when the building is completed. You have a great day, Mr. Morgan. Danke. Ich wünsche Ihnen auch einen schönen Tag. Excuse me. Are you following me around? So, jetzt möchte ich mal gucken, warum die Läden alle jetzt zu haben. Das kann doch jetzt nicht nur wegen dem kleinen Disput gewesen sein, den ich da gerade hatte. So, dann würde ich sagen, versuchen wir es nochmal. Wo ist denn hier der Eingang? Ach, guck mal hier! Ah! Gehen wir mal zusammen im Katalog. You'll find only the best of the best in there. So, Outfits. Schauen wir doch mal, was da so Fertiges gibt. Mhm. Nächste Seite. Das sagt mir nicht zu. Achso, mit Q und E. Gut. Erstmal Index. So, also ich schau mal nach Oberteilen. Was haben wir denn da so im Angebot? Also irgendwie... Ja, Westen. Westen ist immer gut. So eine traditionelle... Oder Paisley. Oder eine opulente Weste. Mhm. Eine sehr opulente Weste. Na komm, dann entscheiden wir uns nochmal für die opulente Weste. Ach, die haben wir schon an. Die opulente Weste. Aber die gibt es noch in verschiedenen Farben. Boah, sowas finde ich immer großartig. Ne? Aber wir schauen nochmal in den Katalog. Ich möchte noch einmal bei Hosen und sowas, bei Jacken, Mänteln. Wo waren das? Mäntel, so. Staubmantel, klassischer Wrack. Ich möchte so ein bisschen mehr so wie so Westernheld. Klassischer Gehrock, wie sieht denn der aus? Ja. People around here come in just for those. Ach, guck mal, da oben ändert sich das. Well, all right then. Hab ich den jetzt gekauft oder was? Lol, man kauft den direkt, wenn man den kauft, wenn man da drauf klickt. And there we go. Was denn du? Hör doch auf! Ich habe 5 von diesen Mänteln gekauft, diesen Otto. Achso, man muss gar nicht klicken. Ja, ist gut. Okay, komm. Also pass auf. Wir haben jetzt diesen Mantel. Was sind denn Accessoires? Was hatten sie denn für Accessoires? Reithandschuhe. Halsbinde. Sporen. Ist natürlich auch nice, ne? Okay. Also, Mantel haben wir. Jetzt brauchen wir eine Buchse. Eine Jeans vielleicht. Obwohl Jeans. Alltagshose. Schicke Hose, gekrempelte Stadthose. Wir gucken mal bei der Jeans. Ganz schön verranzt, die Jeans. So, pass auf, wir müssen auch jetzt vor allen Dingen erstmal den Mantel, damit wir sehen, wie das aussieht. Mäntel. So, wir haben jetzt hier Mäntel und da haben wir diesen einen krassen hier gekauft. 15 Mal. Diesen klassischen Gehrock. Hier, da. Und dann finde ich den auch tatsächlich am besten. So, Katalog. Jetzt brauchen wir ein Oberteil. Das, was nämlich unter der Weste rausguckt. Und da würde ich sehen, so ein
Überhemd mit Stehkragen. Schauen wir uns das mal an. People around here come in. Ja, guck mal. In Schwarz ist doch nice. Thank you. So. Und jetzt die Hose. Da gab's, wo war das? Eine Alltagshose hier. Wie sieht die aus? Also die hatten ja auch Bollerbuchsen, ne? Leco Mio. Schwarz vielleicht? Also sie sieht ja auch wie Schlammanzug. Please peruse at your leisure. I carry only the finest items. So. Jetzt brauchen wir noch eine Weste dann. Stiefel vor allen Dingen auch. Krasse Stiefel, oder? Hier, guck mal, die sehen da schick aus hier. Oh. Dann alles so in diesem. Mit dem Rot da drin so. Hier, guck mal, so. Oh, guck mal, die. Ja, guck mal, so. You're going to love the way you das sieht doch gut aus. Guck mal. Dann weiter, weiter, weiter. Ist wahrscheinlich für so einen richtigen Westernhelden total unpraktisch, was ich hier kaufe. Aber Paisley, wir gucken mal bei Paisley. Oh, that's beautiful. Guck mal, das möchte ich jetzt mal testen. Oder sehen wir da aus wie ein Clown? Was gibt's denn noch so? Wir haben hier eine opulente hatten wir. Ist ja bestimmt noch eine Farbe, oder? Die haben wir? Nee, wo war sie? Nothing says dignified. Die haben wir gar nicht. Paris? Nee. Traditionell? Auch nicht. Die ist auch eher kaputt. Das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen eher was Opulentes. In der Farbe jetzt. Pardon my saying. Okay. So, pass auf. Und jetzt können wir uns so umziehen, oder? Stiefel, Accessoires, Oberteile, Mäntel, Kopfbedeckung brauchen wir noch. Wir brauchen noch einen Helm. Einen Hut. Was nehmen wir denn da? Den hier finde ich ganz gut. Ich glaube, der steht uns. Come now, don't doubt yourself. That looks excellent on you. Kavaliershut. Guck dir das an. Direkt wie ein Kavalier sehen wir aus. Oder ein Gutsherrnhut. Sehen wir direkt aus wie ein Gutsherr? Ja, das macht ein Gutsherr aus uns. Ich glaube, das mit der Weste, das ist zu leuchtend. Das passt nicht. Was ist denn hier mit so einem krassen Stetson? So, wo gibt's denn hier einen Stetson? I stand behind everything I sell in this place, so you can purchase with confidence. Panama? Nee, nee. My, I really think it's perfect. Oder einfach ganz krass eine Melone. Hier ist ein Bowler. Ja, das sieht doof aus. Nee, das gefällt mir doch nicht. Ich denke, der Kavaliershut, der war am besten so von allen. So, what do you think? Wearing it out? Now that goes with just about any outfit. Oder? Na komm. So, jetzt haben wir auch richtig Kohle für Klamotten hier ausgegeben. Ich möchte mich natürlich umziehen. Habe ich ja schon an, ne? That's it for now. Aber das ist. Ist das okay? Oh, ja, 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 ja. Können wir uns auch irgendwie einfach umziehen? Am Pferd, glaube ich, ne? Ich geh mal gucken. Ach, guck mal, das Pferd ist draußen. Hier vorne. Oh, my man, if I had a dollar for every time somebody said. Thanks. Pferdeinventar. Ist falsch. So.
Mann, was ist denn jetzt los? Was hast du denn jetzt? Was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht? Nee, das wollte ich doch gar nicht. Genau, steck mal wieder weg. Nein. Komm her. Junge. Lass es doch einfach. Nächste Mal die Flinte wieder weg. Und dann drücken wir jetzt nochmal richtig Knöpfe hier. So. American Standard Bread. Nee, hier. Okay, das ist jetzt tatsächlich noch nicht mein Lieblingsoutfit, aber aber wir haben es jetzt erstmal. Und wir gehen jetzt nochmal hier zum Friseur. Der ist ja auch hier um die Ecke. Da. Barber. Looking for a trim? Natürlich. Das ist, warum ich hier bin. That's why we are here. Trim or something fancy like? Schauen wir erstmal. Bärte. Nee, das ist schon richtig. Oberlippe kann aber ein bisschen länger. Oder ein bisschen buschiger? Wir lassen den so. Kinn. Nee, mag ich auch so lieber. Koteletten. Mag ich auch so lieber. Dann brauchen wir gar nicht schneiden. Das geht alles nicht. Es muss erst wachsen. Ist ja ärgerlich. Und Haare? Frisuren? Einfach ein bisschen Pomade rein. Ah, er sieht noch schon cool aus, ne? Wenn man das so lässt. What can I do for you? Steht ihm schon, ne? Einfach ein bisschen Pomade rein, fertig. Now that isn't half bad, huh? Oh, ein bisschen Bartöl rein, fertig. Komm. Komm, was soll das? Wir lassen das. So. War ein kurzer Besuch. Einfach ein bisschen stylen. Well, I guess we're all done here. Pferd wartet auch schon. Thanks, Mister. Komm, geh weg. Oh, you don't need to have the weapon to hand, do you? Da hat sie recht. Hello, pretty lady. How are you? So. Können wir die Frisur ein bisschen genießen? Komm mit. So, ich denke, wir hauen jetzt auch hier wieder ab. Spannend hier. Komm an. Okay, also nächstes Ziel wird sein, wieder hier Auftrag annehmen. St. Denis ist auf jeden Fall cool, merken wir uns. Oder wir nehmen hier direkt nochmal ein Dings mit, ein Kopfgeldjäger, also einen Auftrag. Wenn wir schon mal da sind. Well, I see you didn't get the message last time. Well, I'll be keeping an eye on you, that's for sure. I'm reformed.
Hier ist der Eingang. If you're about it, Chaser, take a poster. If you're anything else, take a seat. Da. Lindsay Wofford. Lindsay ist aber in diesem Fall, glaube ich, ein Typ, oder? For the capture, dead or alive. Lemoyne Raiders Commander. Oh, das ist also ein Typ. Tot oder lebendig? Das kriegen wir doch hin. Lieber tot als lebendig? Oh, I might just want to hang his poster up on my wall. Excuse you. Evening. Hi. Excuse me. You're excused. So, this is Hello, over. Gentlemen. Mister? Got a real problem, haven't you? Oh, wie viele Hüte wir haben. Good evening, Mister. Auch die Bahnlinie hier. Ob man mit der wohl einmal so richtig im Kreis fahren kann? So, dass man einsteigt einfach und sich einmal komplett durch die Map fahren lässt? Das werde ich, glaube ich, auch einfach mal probieren. Werde ich mich einfach mal an eine Bahnhaltestelle stellen und auf die Bahn warten. Da hinten ist der... Wo war denn das jetzt? In diese Richtung habe ich... Hier, guck mal, da oben ist der... Unser Kopfgeld-Heini. Ist aber machbar. Also ist jetzt nicht mega weit, finde ich. Da wurde gerade geschossen. Ja. Oh, hier wäre jetzt die Mission. Jetzt allerdings auch eine Folge zu Ende schon wieder. Das geht ratzfatz. Und die Can heißt I help you? Well, looks like you boys had some trouble. Yeah, we had some trouble. Bad trouble. What you want? Oh, I was supposed to meet some business partners here. They arranged a meeting, I believe. Fellow with a scar and a Mexican? Yes, sir. Out by the stables, I think. Thank you. And, sorry for your troubles, friend. Okay, also Folge ist zu Ende. Wir werden hier auf jeden Fall mit der Mission weitermachen in der nächsten Folge. Und ja, lasst doch gerne einen Kommentar da oder einen Daumen nach oben. Oder wenn euch gefällt, was wir machen, dann
drückt doch gerne die Glocke, dann verpasst ihr nichts mehr von dem, was wir tun. Ansonsten, in jedem Fall sehen wir uns dann zur nächsten Folge. Also vielen Dank fürs Zusehen und bis bald. Tschüss!